Hallo und herzlich willkommen zu diesem Diesel Dad Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf der Gamescom in Köln und wollte eigentlich mal nach gewaltfreien Spielen schauen. Und das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist hier dieser Mercedes EQC. Und den will ich mir jetzt mal anschauen, weil ihr wisst ja, ich habe einen Tesla und ich bin für Elektroautos zuständig und daran interessiert. Und jetzt gucke ich mal, wie das hier so aussieht. Erster Eindruck ist natürlich ein ordentliches Auto. Ich sage mal erstmal Hallo. Hallo, Tag. Ich würde einmal kurz außen rumlaufen, wenn es okay ist, und mir das Ding mal anschauen. Nachher will ich auf jeden Fall spielen. Kann man eigentlich den Kofferraum vorne aufmachen? Ach so, ihr habt ja zwei Motoren, ne? Also vorne gibt es keinen Kofferraum. Es hat zwei Motoren, das Auto. Hinten gibt es einen Kofferraum. Ansonsten ist das ein richtig ordentliches Auto. Ich glaube, ich steige mal ein, wie man sich das so vorstellt bei einem Mercedes. Da sitzt man natürlich bequem. Hallo, grüß dich. Hallo. Wie heißt du? Fanny. Hallo Fanny. Ich mache nur mal zu, weil das ist ja so dieser Effekt, den man immer so hat bei Mercedes. Ne? Dieser schöne Effekt. Draußen laut. Zu. Ihr seid eigentlich hier auf der Gamescom wegen diesem Spiel hier, ne? Wir sind wegen des Spielers. Okay, ja. Aber ich darf trotzdem kurz hier mal schauen, wer spricht? Ja, ich glaube, Hey Mercedes ist irgendwann angegangen. Heißt die Hey Mercedes? Hey Mercedes. Die hat ein eigenes Siri, Alexa, ja, genau. Okay, Google. Okay, sehr cool. Also ich meine, das sieht natürlich sehr hochwertig aus hier drin, das Ganze. Das kann man natürlich sagen hier, das sieht ja fast so aus wie so ein Polster. Sitzt sich auch natürlich sehr, sehr, sehr gemütlich. Zweigeteilt geht das hier auf und zu. Wow. Sehr schön. Und das ist hier, genau, das ist dieses geile Dings, wo man auch schreiben kann. Ne? Und dann hat man hier wahrscheinlich Ablagefläche, was zu trinken. Cool. Das ist natürlich schick hier, aber so ein langgezogenes iPad, wo man dann auch im Sichtbereich Drehzahlmesser hat und die ganzen Sachen. Poweranzeige, Geschwindigkeit. Fasst sich gut an. Die Sitze kann man natürlich in alle Höhen und Tiefen und so weiter verstellen. Ah, hier verstellt man die? Weil ich würde mir gerade mal ein bisschen... Hey, ja schön, sehr cool. Wenn ihr wisst, wie wahnsinnig laut es ist auf dieser Gamescom, dann könnt ihr schon einschätzen, dass das natürlich die Außengeräusche sehr, sehr, sehr schön abdämpft. Ne? Ihr seid eigentlich hier, weil man hier was spielen kann. Also richtig. Natürlich nur, wenn das Auto steht. Genau, beim Laden zum Beispiel. Ich bin ein völlig unbeleckter Gamer. Ich kenne nichts, also du musst mir das mal kurz von null auf erklären. Ja, sehr gerne. Also dafür würde ich dich bitten, einmal dich anzuschneiden. Oh, Tatsache. Wir sitzen im Auto, ja. Alles klar, machen wir. Du spielst dieses kleine Racing-Game, ja. Du spielst diesen kleinen Charakter, du versuchst natürlich als Erster ins Ziel zu kommen, steuerst das Kart mit dem Auto selber, also mit dem Lenkrad kannst du dann lenken, ja. Mit dem Gaspedal Gas geben, okay. Mit dem Bremspedal bremsen und rückwärts fahren. Mit dem Bremspedal? Falls du irgendwo stecken bleibst, kannst du dann damit auch nochmal rückwärts fahren. Indem ich auf dem Bremspedal bleiben. Ach, das ist praktisch negative Beschleunigung. Richtig. Alles klar, aber nicht in Wirklichkeit, sondern nur in dem Spiel. In dem Spiel. Okay. Wenn du so eine kleine Geschenkbox einsetzt, kriegst du ein Item, die kannst du mit der linken Schaltwippe hinter dem Lenkrad geben. Da? Damit kannst du abfeuern, mit dem rechten könntest du driften. Und wenn ich einmal im Sand gelandet bin, dann ist es vorbei, oder wie? Nö. Also du wirst wieder zurück auf die Straße gesetzt und es ist vorbei, wenn du die eine Runde zündest. Okay, ich darf die Runde auf jeden Fall fahren. Die Runde auf das jeden mit Fall den Geschenken habe ich nicht verstanden. Wenn man sie einsammelt, dann einsammeln. Man sammelt sie ein. Mit ne? dem da? Nee, man sammelt sie einfach so ein, indem man durchfährt. Durchfährt, ja. Genau, und dann der totale Gaming-Loop. Alles gut. Dann kriegt man random ein Item, okay. Und das kann man dann damit einsetzen. Aber wenn du ein Item bekommst, kann ich auch noch mal kurz erklären, was das macht. Okay, super. Es kommt gleich ein kleiner Countdown, das sagt Ready, Set, Go und erst bei Set aufs Gaspedal gehen. Okay. Dann kommt eine kleine Strafzeit. Ah, da sind ja noch andere. Genau. Also okay. Jetzt aufs Gaspedal gehen. Ja. Kleine Lenkbewegungen, anders als wenn man richtig Auto fährt. Das war jetzt ein Item. Ah, was gewonnen. Genau, wenn du das jetzt einsetzt, kommt so ein kleiner Turmboost. Oder fährst du nochmal ein bisschen schneller. Was ja nicht immer schön ist. Genau, die Bowlingkugeln rollen einfach geradeaus durch. Muss ich irgendwas vermeiden? Bananen und Kaugummiflecker. Du warnst mich. Okay. Dankeschön. Wie viel Leben habe ich? Unendlich viele. Danke, Markus. Oh, und was macht denn der da? Der nimmt mir alles weg. Oh, jetzt. Wenn du getroffen wirst von einem Item. Deswegen, da hast du übrigens gerade den Gurtstraffer gezogen. Das ist ja immer krass. Da wirst du praktisch gehalten von dem Gurt. Das ist ja witzig. Und wenn du jetzt die Items nochmal einsetzt.
Also ja? Je schneller du fährst, desto stärker ist die Lüftung. So ein bisschen Fahrtwindsimulation halt. Sehr cool. Okay, gut. Also, oh, ist ja aufregend, ne? Also, es war eins meiner ersten Spiele überhaupt. Ne? Bei mir heißt sowas noch Videospiel, glaube ich. Ich komme aus dieser Generation. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Cool. Ja, tolles Auto natürlich. Ich habe gestern mal, komm, wir gehen mal kurz zum Kofferraum. Es ist ähnlich wie beim Tesla auch. Er hat natürlich den Vorteil, dass er im Gegensatz zum Model 3 bis oben geht. Also da könnte man rund rein machen. Man kann natürlich viel mehr einladen. Er ist breiter, er ist länger und er hat unter der Klappe nochmal eben diesen Kofferraum, wo bei einem normalen Auto wahrscheinlich Tank oder so irgendwas sitzen. Und das geht auch über die komplette Kofferraumfläche drüber. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr findet, ich soll dieses Auto mal fahren. Das wäre natürlich eine ganz coole Sache. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Dieses Ding hat 80 Kilowattstunden Batterie, fährt aber, glaube ich, nur 450 Kilometer. Das heißt, es hat eine geringere Reichweite als das Model 3, aber eine größere Batterie. Und das liegt daran, weil dieses Ding 2,5 Tonnen wiegt. Das Model 3 wiegt, glaube ich, 1,6, 1,7 Tonnen. Klar, es ist mehr ein fahrendes Wohnzimmer. Das Model 3 ist mehr eine fahrende Bierbank oder so. Ich vermute auch, dass es viel ganz anders gefedert ist. Aber sagen wir mal, wenn man es so aus dem verbrauchsökologischen Gedanken betrachtet, dann ist es auf jeden Fall, es schluckt mehr. Ich glaube, es hat 19, 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Model 3 in meiner Ausführung so bei 15. Hat allerdings natürlich auch zwei Motoren. Ich habe nur einen Motor. Also gut, meins hat, kostet glaube ich jetzt so um die 48.000. Das hier kostet um die 72.000. Und da gesagt, immer bei den normalen Automobilherstellern könnte man nachverhandeln. Da bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich auf diese neue Reihe auch schon 15% Rabatt gibt, wie man das oft kriegt. Also, es ist auf jeden Fall eine andere Preisklasse, eine andere Komfort- und Ausstattungsqualität, würde ich mal sagen. Über viele Sachen kann ich natürlich nichts sagen. Ich habe es ja nicht ausprobiert. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn euch das interessiert, dass ich die mal Probe fahre. Dann schreibe ich die mal an in Stuttgart. Ist ja nicht so weit von uns. Und dann fahre ich mal damit und setze mich mal rein. Ja. Das war mein erster Eindruck von dem EQC, heißt glaube ich, Mercedes EQC. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Liked auf jeden Fall dieses Video, schreibt mir was in die Kommentare. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad. Cool.